Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum 16. IPOC Get Together am 26. Dezember hier in den Hallen der Denkform. Und wir haben wieder spannende Themen für euch aufgebracht. Genau, und wir sind der Jens Schröder und Raphael Schimalski. Die spannenden Themen sind sehr unterschiedlich. Wir haben zum einen beschäftigen wir uns mit den Highlights der letzten Keynote. iOS 7 ist vorgestellt worden und auch auf allen Geräten fast installiert. Wir werden uns mal mit den Highlights auseinandersetzen. Und natürlich ein spannendes Thema, Datenautobahn und Highspeed-WLAN-Netze. Raphael, erzähl mir mehr dazu. Ja, das iPad, das will ja ins Internet gehen. Wir haben ja das Wi-Fi, das WLAN. Was ist das? Welche Standards gibt es? Wie ist die Kompatibilität? Und vor allem, wie kann ich die Reichweite in meinem Lokal oder zu Hause erweitern? Gibt es da Lösungen? Und wenn ja, welche? Das haben wir auch gekoppelt an einem ganz spannenden Gewinnspiel. Ja, und last but not least, das kennen wir alles, das verursacht Tränen. Wenn das Baby mal runterfällt und kaputt geht, was tun wir dann? Die iOS-Geräte sind unsere Lieblingsgeräte und wenn da mal das iPad oder iPhone auf den Boden fällt, dann denkt bitte nicht sofort an ein neues Gerät. Es gibt Lösungen und wie diese Lösungen aussehen, das haben wir auch in unserem Beitrag vorbereitet heute. Also bleibt gespannt. Bis gleich, wir gehen an die Turntables. Vielen Dank. iPadblog.de – Notizen aus dem iPad-Alltag. Und da sind wir am Tisch, lieber Jens, mit dem iPad ins Netz. Das ist ja unser heutiges Thema, genauso wie mit der Keynote vom 10. September 2013. Und last not least, was tun, wenn wir Beschädigungen an unseren iOS-Geräten haben? Ich meine, bevor wir auf das Thema gehen, ich meine, es ist ja tatsächlich so, das iPad ist ja eine Art Computer, mit dem wir ins Internet gehen wollen, aber es ist kein echter Computer im Sinne, dass wir ein LAN-Kabel reinsetzen. Wir können es nur mit so einem WLAN-Chip machen, ja. WLAN begleitet uns, wo wir gehen und stehen, spätestens seit unseren vielen mobilen Endgeräten, sei es das iPhone, sei es das iPad, sei es das iPad Mini oder vereinzelt in dem einen oder anderen Haushalt auch ein Android-Gerät, habe ich mir sagen lassen. Das ist richtig. Ja. Also das ist schon mal ein guter Start insgesamt halt und wir verlosen am heutigen Event und für unsere ganzen Zuschauer hier heute auf jeden Fall wieder den klassischen Stauraum für MacBook und iPad. Das ist die Cool Bananas Tasche. Da hatten wir ja in der Videoepisode 118 nochmal ganz genau dargestellt, wie das funktioniert. Den Link in den Show Notes und deswegen fangen wir jetzt auch gleich an mit unserer Geschichte und zwar möchten wir einsteigen mit den Neuigkeiten über das iPad. Wir hatten am 10. September die Keynote gehabt. Es gab gute mobile Software und es gab auch Produkte. Keine Überraschung für uns, weil in der Gerüchteküche alles dargestellt worden ist. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit unserem Lieblingsthema an, iOS 7. Wie hat es dir gefallen? Also, wir kennen iOS 7 ja schon aus der WWDC-Vorstellung im Sommer. Man muss schon sagen, es hat sich einiges getan seitdem. Schriften sind viel besser lesbar. Gut, es waren halt Beta-Versionen, die damals gezeigt wurden. Aber insgesamt ist es ein so schönes neues Betriebssystem geworden, dass ich mir ernsthaft überlege, brauche ich ein neues iPad oder komme ich mit meinem iPad 2, iPad der zweiten Generation, das durch die neue Software einen völlig neuen Anstrich bekommt, dann weiter aus und ich fürchte fast, die zweite Antwort ist die aktuelle. Du hast jetzt das Gefühl, dass du ein neues iPad hast? Ja. Okay. Welche Lieblingsfunktion hast du bei iOS 7? Wollen wir vielleicht mal kurz aufs iPad schalten? Schalte mal. Ne? Also grundsätzlich... Was ich sehr schön finde, ist dieses ganze neue Design, neue Farben, neue Formen. Alle Apps haben einen völlig neuen Anstrich bekommen. Wenn ich mir allein schon angucke, wenn ich das Game Center starte, wie die Startanimation kommt, das ist alles stimmig. Ich glaube auch insbesondere
mit dem neuen iPhone 5C machen die Farben auch richtig Sinn. Hast du den Werbespot gesehen? Mhm. Der ist ja genial. Und wo die Icons mit den Formen und Farben ineinander fließen, das hat Apple einfach schön gemacht. Es gibt ein paar schöne neue Funktionen. Die tollste Funktion, finde ich, ist die neue Übersicht über meine Schnittstellen. Ich kann mit einem Klick Bluetooth aktivieren oder deaktivieren oder mein iPad in den Ruhemodus bringen oder in den Nachtmodus oder auch, so wie ich es jetzt hier habe, mein AirPlay starten. Wir sehen hier, es gibt sicher noch Optimierungsbedarf in iOS 7. Hier ist es nicht ganz bis am unteren Rand oder sauber ausgefüllt. Der Scrollbalken fehlt hier erst einmal. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Aber Effekte, die wir haben, zum Teil saugen sie ein bisschen Akku. So dieser Parallax-Effekt, den habe ich hier tatsächlich ausgestellt, damit mein Akku ein bisschen schonender. Wo kann man den ausstellen? Wenn man in den Einstellungen ist und der Allgemein gibt es die Bedienungshilfen. Wo habe ich sie? Sind schon. Hier ist der Parallax-Effekt im Moment deaktiviert. Mhm. Also wenn ich das iPhone bewege, passiert nichts. Ja. Ich aktiviere ihn mal. Allgemein auch hier wieder Bedienungshilfen, war weiter oben. Da Bewegung reduzieren, schalte ich aus. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was passiert, wenn ich mein iPhone bewege. Muss vielleicht einmal sperren und wieder entsperren. Guckst du das bei dir hier? Oder? Der Vorführeffekt. Ich habe es wahrscheinlich komplett ausgemacht. Na, dann eben nicht. Dann eben nicht. Aber es dann ist ein sehr, sehr schöner 3D-Effekt, gar keine Frage. Update. Genau. Und ich denke, dass dieser Effekt viele Leute sehr zu viel Überraschung und tollen Gesichtern geschaut hat. Also bei mir im Bekanntenkreis haben viele Leute iOS 7 installiert. Auch Leute, die gar nicht mal so technisch versiert gewesen sind und gar nicht wussten, was auf die zukommt, die einfach auf Softwareaktualisierung gedrückt haben und mich irgendwann echt angeregt von meinten, das ist ja 3D. Ja, und ich fand das bei meinem iPad, weil die Fläche eigentlich größer war, kam das relativ stärker zur Geltung als beim iPhone halt insgesamt. Aber gut, das sind Spielereien schlussendlich halt. Ja. Wichtig ist halt Performance, die wir hier mit iOS 7 halt haben und vor allem auch Design. Aber du wolltest noch mehr Funktionen haben. Eine Funktion, die mich besonders beeindruckt hat, ist die neue Multitasking-Übersicht. Sprich, früher habe ich entweder mit vier Fingern beim iPad hochgewischt oder einen Doppeltipp gemacht. Ich mache ihn gerade mal als Doppeltipp. Und ich sehe die Apps, die ich zuletzt geöffnet hatte, FileMaker hatten wir heute mit auf oder auch den App Store. Und ich kann mit einem Wisch tatsächlich auch eine App beenden und vielleicht auch wieder zurück zur Übersicht gehen. Das finde ich einfach genial. Ich sehe, was ich tue, ich sehe, was ich getan habe und habe es einfach sehr schön optisch vor Augen. Ich muss mir nicht immer überlegen, wie sah nochmal das Icon von Facebook aus, na gut, das kennen wir inzwischen, aber vielleicht von irgendeiner Business-App, die wir nicht ganz so häufig verwenden, um sie zu beenden. Ich muss auch nicht mal mit dem Finger lange draufhalten, damit sie anfangen zu wackeln, sondern ich wische sie. Das hat gedauert, ne? Ich wische sie an. Es gibt ja viele Wischgesten, die dazugekommen sind. Ich habe viele Leute gesehen, die krampfhaft die Spotlight-Suche erforschen wollten. Wir haben einen Bericht zwar geschrieben, aber Jens, zeig uns doch nochmal, wie einfach man die Spotlight-Suche aktiviert. Früher musste ich immer weiter nach links wischen, um die Suchfunktion aufzurufen. Heute wische ich einfach mit dem Finger von oben nach unten, also quasi irgendwo auf dem Display, einfach mit dem Fingerstrich kurz nach unten wischen. Am besten nicht ganz oben, weil wenn ich ganz oben runterwische, kriege ich natürlich mein Control Center, sondern einfach irgendwo in der Mitte des Displays mit dem Finger von oben nach unten wischen. Und ich habe hier die Möglichkeit, ein iPad zu durchsuchen, sei es Kontakte, sei es Apps, sei es Wikipedia-Suche. Wenn ich hier Lion eingebe, zeigt er mir, klein groß an meinen Bruder, zeigt er mir keine Ergebnisse an. Ja, Gratulation von unserer Seite, ne? Aber ich könnte hier damit auch eine Websuche starten oder was auch immer. Das gut, dann schauen wir uns den Kalender an. Wie gefällt dir der Kalender? Hat er was? Ist der übersichtlicher geworden? Fehlen irgendwelche Daten oder Ansichten? Denn mir persönlich fehlt diese Monatsansicht, wo unten meine Liste war. Die Monatsansicht mit der Liste ist da, wenn du die Suche betätigst. Weil dann werden alle Termine in der Liste angezeigt. Ich habe jetzt hier auf dem iPad so keinen Kalender eingerichtet. Okay. Ich habe den einmal komplett zurückgesetzt. Aber über die Suchfunktion wäre die Listenansicht wieder da. Mhm. Die ist nicht weg, die ist nur versteckt.
Ich persönlich finde, dass die Integration dieses Kalenders in das iPhone deutlich besser gelungen ist als in das iPad. Mhm. Mein persönlicher Eindruck, wenn ich hier sehe, finde ich es einfach ein bisschen mau, ein bisschen schlicht. Aber jedermann eigenen Empfinden. Es ist alles etwas reduzierter. Schaltest du dich jetzt auch mit drauf? Ne? Ja, ich würde den nämlich auch kurz einschalten. Ja, dann machen wir ein bisschen synchronisieren. Mache ich gerade, weil dann gucken wir mal auf meinen Kalender. Ja. Da steht ein bisschen mehr drin. Und das würde mich wirklich mal interessieren. Macht der mal groß? Deine ja ein bisschen größer. Ja, aber das reicht ja schon mal insgesamt halt. Ne? So, und gut, das habe ich hier an der Seite wahrscheinlich stehen halt, aber wenn ich auf die Suche auch nochmal gehe. Ah ja, da ist es halt. Diese Listenübersicht, ne? Genau, die hatte vorher einen eigenen Eintrag und ist jetzt einfach versteckt unter der Suche. Gut, alles klar. Dann so viel zum Thema Kalender insgesamt halt hier. Dann gehe ich mal wieder raus. Sehr schöne Funktion, die wir hier technisch gesehen haben. Gehen wir wieder zurück auf dein iPad. Machen es ein bisschen größer. Ja, iOS 7, insgesamt das Schriftbild. Gefällt dir das? Hat das was? Kannst du alle Schriften lesen? Das war ja eines der größten Kritikdarstellungen bisher gewesen. Sollte ich sie nicht lesen können, bin ich auch in der Einstellung allgemein, jetzt muss ich selber ein bisschen suchen, vierter Punkt, Textgröße in der Lage, die Schriftgröße für bestimmte Apps dynamisch zu gestalten. Entwickler sind heute in der Lage, eine neue API zu nutzen, die Textgrößen dynamisch gestaltet. Wir kennen das vielleicht schon, wenn wir, wenn wir in Safari eine Website auf. Auf dem iPhone wird es deutlicher, wenn man eine Website aufgeblendet hat und man scrollt durch die Website, dann verschwindet oben die Navigationsleiste. Wenn man mit dem Finger wieder runterscrollt, dann kommt sie wieder hoch. Und dieses Ein- und Ausfaden, das ist jetzt an Schnittstelle in iOS 7 integriert. Also Entwickler können dynamische Textgrößen in Abhängigkeit von dem, was der Nutzer vielleicht in der Voreinstellung definiert hat, auch darstellen. Was sagst du gerade zu diesem URL-Fenster, was wir jetzt haben? Jetzt sehe ich die Hauptdomain, apple.com zum Beispiel, aber das ist ja nicht die Startseite. Das ist ja eigentlich, wenn du jetzt da oben drauf drückst, dann kommt ja der Rest halt noch ins Rennen. Das wird jetzt gerade nicht mehr angezeigt. Ist das so gewollt? Ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, wo ich bin. Weiß ungefähr, wo ich bin. Okay. Aber die Idee ist dahinter wahrscheinlich less is more. Weniger ist mehr. Einfach Reduzierung auf das Wesentliche. Ich weiß, dass ich mich auf der Apple-Seite befinde und dort in irgendeiner Unterseite rumwühle. Die URL ist ja da, wenn ich draufklicke. Auf dem iPhone verschwindet sie ja sogar ganz. Ne? Und dann wird klein ausgeblendet, sodass ich den deutlich kleineren Schirm für die vollen Webinhalte zur Verfügung habe. Also, ich finde es in Ordnung. Gehen wir mal auf die Register, auf die ganz vielen Seiten, die wir uns da anzeigen können. Das sieht jetzt auch anders aus. Ah, okay, das sind die Tabs halt. Beim iPad sind es die Tabs oder? Ich gucke gerade mal, stimmt. Beim iPhone sieht es anders aus. Stimmt, total. Ja. Gehen wir mal kurz aufs iPhone rein. Hast du? Ja, klar, gehe ich nochmal. Tob dich aus. Tob dich aus, was es gibt halt insgesamt, okay. AirPlay. Jens. Muss das gerade raus? Bin ich, Moment. Ich gehe auf Safari rein. Okay. Und Synchronisierung. Jawohl. Da kommt das iPhone dazu. Haben wir jetzt. Perfekt. Fertig. Und bei mir sieht es dann zum Beispiel so aus. Und ich habe hier die ganzen Seiten. Genau, hier kann man es nochmal sehen, wie man durchscrollen kann halt insgesamt. Perfekt. Übrigens für alle, die iOS 7 ganz toll finden, in Kunst eigener Sache, wir haben unseren kompletten Relaunch von iPadBlog.de ebenfalls neu gemacht. Großen Dank auch nochmal an Alexander Füller von der Firma SEOsemra, der die Suchmaschinenoptimierung und das Design komplett angepasst hat. Das ist sehr schön. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass wir ein responsive Design auch haben. Und wir haben sehr viel Feedback bekommen zu der Seite, zum Beispiel von Lutz Haha, der hat gesagt, wenn ich nach unten scrolle, dann möchte ich auch mal irgendwie eine Möglichkeit haben, sofort nach oben zu gehen. Und wie ihr hier gerade sehen könnt, und bei Musikmesse 2013 unten rechts ist so ein Pfeil nach oben, wenn ich da draufklicke, dann katapultiert mich das ganze Ding hier nach oben. Also wir nehmen eure Kritik wahr und wir setzen auch direkt alles halt dementsprechend um. Auch ein neues Logo ist erstellt worden, was sich dem Relaunch jetzt 2013 angepasst hat. Das heißt, das hier
ist jetzt Retro. Ja? Also wer noch Interesse hat, kann sich da gerne mal melden. Die letzten T-Shirts werden das Lager verlassen. Preise sind um die 199 Euro für ein T-Shirt. Umso größer die Größe ist, umso höher der Aufpreis. Also schickt dann einfach eine E-Mail an ichwilleintshirt@ipadblog.de. Ich habe ja Glück, uns antwortet jemand. So, also so viel zum Relaunch bei uns halt und zu iOS 7. Ich gehe wieder raus und du darfst dann wieder übernehmen. Ja, also das sind so im Grunde unsere wichtigsten Highlights. Neues Bediencenter für Schnittstellen, neue Suchfunktion, neue Multitasking-Bar und natürlich ein völlig neues Design, das es einfach nochmal sehr viel frischer und angenehmer macht. Du hast vergessen den Werbespruch. Über 200 Neuerungen. Ist das so? Habe ich mal gehört. Wir gehen zurück wieder zu unseren Shownotes insgesamt. Denn es ist ja nicht nur mobile Software entstanden, sondern es sind auch neue Geräte. Die Gerüchteküche hat es uns gezeigt, das iPhone 5C für iPhone 5 Color und für S für Same, der Versprecher. Gut. S Supreme. Supreme. Was ist neu beim 5S? Das neue beim 5S ist, dass es, also hardwaremäßig hat sich unter der Haube einiges getan. Wir haben das erste 64-Bit-System in einem mobilen Endgerät, was man erstmal mit einem unglaublichen Aha betiteln könnte, was aber völlig neue Möglichkeiten eröffnet in der Entwicklung von Apps. Ansonsten, für den Nutzer hat sich nicht so viel geändert, es hat die gleichen Ausmaße, alle alten Hüllen werden wieder genauso funktionieren, aber es hat eine neue Funktion bekommen, nämlich Touch-ID. Touch-ID ist im Grunde eine Ersetzung des Home-Buttons durch einen Fingerabdrucksensor. Super schnell, super intelligent und im Grunde brauche ich keinen PIN mehr, sondern kann mit meinem Daumen oder meinem Zeigefinger oder, ich habe sogar schon Leute gesehen, die mit Kassenpfoten oder mit einem großen C ihr iPhone entsperrt haben, bis zu 5 Finger, vorsichtig formuliert, lassen sich anlernen. In China hat sich sogar jemand mit der Brustwarze gemacht. Die haben einen Beitrag auf iPadblog.de darüber geschrieben. Wahnsinn, was die Chinesen machen. Ja, ja, das möchte. Richtig. Also, das ist neu auf jeden Fall. Der Prozessor ist auch nicht schlecht gewesen. Der A7-Prozessor jetzt, der wird unterstützt noch von einem Co-Prozessor. Das hat die noch mit erwähnt halt insgesamt. Bei Touch-ID ist zu erwähnen, dass schon der Computer-Club, die zwei Herren, den schon gehackt haben. Aber kein Problem, es wird trotzdem funktionieren. Apple hat sogar gesagt, wer diesen Touch-ID-Sensor hackt, bekommt $10.000. Herzlichen Glückwunsch. Genau, der Preis geht nach Deutschland. Ja. Das sind schon so Sachen, die sehr, sehr genial sind. Und gleichzeitig hat Apple darauf bestanden zu sagen, dass dieser Super-Ultra-Scan von dem Daumen nicht in der Cloud synchronisiert wird, sondern direkt auf dem Prozessor selbst. Richtig, also das... Die Information, ist es der richtige Finger, wird auf dem Gerät ausgewertet, nicht an die NSA übertragen, sagt Apple. Also auf dem Gerät ausgewertet und damit an die Apple ID, an den Entsperrcode oder was auch immer gebunden, sodass das Gerät dann zur Verfügung steht, ohne dass ich eben meinen PIN eingeben muss. Oder auch um bequem im App Store eine App zu bezahlen und mich hier auch zu authentifizieren, da muss ich nicht das Passwort meiner Apple ID eingeben. Ich habe es schon ausprobiert, es funktioniert tatsächlich. Erst mit meinem Fingerabdruck natürlich nicht, weil das Gerät von jemand anderem gewesen war. Er hat es mir dann aber vorgeführt. Es geht wirklich schnell. Also App kaufen, Telefon entsperren, das ist wirklich nur ein Fingertipp. Sehr angenehm. Mir gefällt es eigentlich, auch wenn ich weiß, dass damit einher viele, viele Probleme entstehen. Aber auch das wird irgendwann gelöst sein. Und ich kenne auch die Kritiker, die sagen, Mensch, das habe ich mal beim alten IBM ThinkPad im Laptop drin gehabt. Ich habe es nie genutzt halt. Aber ich meine, Microsoft hat ja auch damals ein Tablet auf den Markt gebracht und es hat keiner genutzt. Man muss es zur richtigen Zeit am richtigen Ort heraussehen. Im Grunde ist es eine ganz andere Technologie. Bei allen anderen Fingerabdrucksensor hatte ich eine Sensorleiste, über die ich meinen Finger ziehen muss. Wir erinnern uns, kennst du noch diese alten Rollscanner, die man über das Blatt gerollt hat? Ja, klar. Also von der Idee her. Hier ist es eine ganze Fläche, ein Sensor, der beim Auflegen den Finger scannt. Und mehr noch, wenn er weiß, das ist mein Daumen und ich lege den Daumen irgendwann mal 2-3 mm weiter nach rechts, dann erweitert er die Map meines Daumens, sodass er den Daumen irgendwann sogar erkennt, wenn ich ihn so drauflegen würde und nicht klassisch so. Also es ist wirklich ein intelligentes System. Aber ein paar Kleinigkeiten haben sich trotzdem noch getan im iPhone
5S. Zum Beispiel haben wir eine bessere Kamera bekommen. Der Kamerasensor ist größer geworden, damit ist die Lichtempfindlichkeit deutlich größer geworden und damit auch das Farbbild besser passt, hat Apple statt einem Blitz jetzt zwei LEDs, einen gelblichen, so bernsteinähnlich und den klassischen weißen, und je nach Abhängigkeit der Raumsituation, die ich fotografiere, werden diese Blitze unterschiedlich ausgelöst, sodass ich eine perfekte Ausleuchtung meiner Szene habe. Wenn du heute ein iPhone 5S bestellen würdest, welche Farbe würdest du nehmen? Wahrscheinlich Space Gray. Space Gray, also Gold, und das andere wäre nicht, finde ich, interessant. Ja? So bleibt. Black is beautiful. Sehe ich ähnlich, ja. Aber kein könnt... Schwarz, es heißt jetzt Space Gray. Ist wahrscheinlich eher der Tatsache geschuldet, dass ich habe ja hier noch ein iPhone 5, das auf der Rückseite einfach sehr schnell Kratzer bekommt. Im Grunde ist es ein Anstrich an das klassische Aluminium. Bei allen aktuellen iPhones, also iPhone 5S, ist es ein durchgefärbtes Material. Das heißt, selbst wenn ich einen Kratzer rein habe, ist auch der Kratzer Space Gray. Gott sei Dank. Perfekt. Oder Gold. Super. Oder Silber. Ich denke, es ist einfach, damit die Qualität auch bei Benutzung hochwertig erscheint, hochwertig bleibt, hat man jetzt durchgefärbte Metalle genommen. Vielleicht sehen wir das ja auch in den neuen iPads, die vielleicht noch kommen werden. Was können wir denn aus den neuen Hardware-Vorstellungen vom 10. September auf mögliche neue iPads schließen? Denn schließlich gibt es angeblich Mitte Oktober einen neuen Termin. Die iPads sollen kommen und wir können ja jetzt sehr viel darauf schließen. Ich meine, der Fingersensor, der ID-Touch soll ebenfalls kommen, genauso wie die Farben mit dem Space Gray, was ja nicht schlecht ist. Und viele Automobilhersteller, zum Beispiel der bayerische Motorenwerkhersteller, ja, der ebenfalls Space Gray jetzt für eine höhere Anzahlung ausliefern lässt. Das gleiche haben wir jetzt dann auch auf den schönen Apple-Geräten. Kann nicht verkehrt sein. Wie Jens, wie du eben sagtest, halt, ja, das Kratzer ist leider da, ist unabdingbar, auch bei unseren Geräten. Man sieht es halt an den Stellen, aber wenn in Zukunft das alles durchgehend ist, ja, dann glaube ich, ist es eine sehr, sehr schöne Sache. Da haben die Reparaturhersteller dann vielleicht weniger zu tun in Zukunft, aber wir wünschen es uns natürlich als Hersteller. Kosmetische Fehler, aber auch ein Kratzer macht ein Gerät nicht schöner. Genau, richtig. Also, das können wir erwarten. Ansonsten soll das iPad ja so bleiben, ne? Formfaktor 9,7 Zoll bei dem iPad. Dann hoffen wir, dass... Displaygröße. 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 Vom Formfaktor des Gerätes selber... Kann es kleiner werden, ne? Ich schon davon aus, wir haben ja beim iPad Mini die schmalen Ränder an den Seiten und die breiten Ränder oben und unten. Mhm. Und dass sich auch dieses Konzept auf das iPad 5 übertragen wird, sodass wir am oberen und am unteren Ende einfach ein wenig Platz sparen, was vielleicht besser in die Handtasche passt oder besser in die Reisetasche oder einfach auch besser in eine Hose hat. Gut, okay, das kann sehr gut sein. Das heißt, weniger Rahmen, mehr Bildschirm, vielleicht auch irgendwann mal bald durchgehend. iPad Mini 2 Retina Display, aber ansonsten auch hier die gleichen Verbesserungen wie der A7 Prozessor plus den Co-Prozessor. Wie gesagt, ID Touch kann gut dabei sein, was aber übrigens ausstellbar ist. Also für alle Interessierten, es muss nicht benutzt werden. Wer dann ein Problem hat, der kann das Gerät trotzdem haben, nutzen, von der Schnelligkeit profitieren im iPad, aber muss halt nicht diesen ID-Touch mit dem Fingerabdrucksensor ebenfalls verwenden. Also gerade im Hinblick auf die Erkenntnisse durch den Chaos Computer Club macht es durchaus Sinn, das iPhone 5S in einem Business-Einsatz doch lieber durch einen PIN zu schützen, den ich ändern kann, denn meine Fingerabdrücke zu ändern ist in diesem Leben so nicht mehr möglich. Genau. Ja, also soweit unsere Einschätzung. Mehr möchten wir an dieser Stelle erstmal nicht erwähnen, weil ihr könnt es ja auch nachlesen. Außerdem haben wir ja bald schon wieder den nächsten iPad Blog Get Together, wo wir mit Fakten kommen und nicht mit Gerüchten. Das Highlight ist aber jetzt unser Titelthema, iPad auf der Autobahn. Da möchte ich einfach ganz kurz reingehen, was heißt es, also die Abkürzung natürlich. WLAN steht für Wireless Local Area Network, also LAN, nur mit Wireless davor. Also drahtloses lokales Netzwerk insgesamt, und da gibt es auch unterschiedliche Standards. Die Hauptfamilie ist ja dieses IEEE 802.11 oder auch einfach Wi-Fi genannt. Und Wi-Fi, das ist einfach so, als in Frankreich mal waren und die Motel sagten mit Wi-Fi, ja, und keiner weiß, was Wi-Fi ist, aber Wi-Fi ist dann halt
diese sogenannte Familienstandard, also Hauptfamilie. Und da gibt es ja noch Unterkategorien. Ja, dazu kommen wir aber gleich. Dann haben wir, oder ist es wichtig zu wissen, wie ist dieser Infrastrukturmodus aufgebaut. Und der Infrastrukturmodus, der ähnelt halt im Aufbau dem sogenannten Mobilfunknetz, also ein Wireless Access Point, das ist ein weiterer Begriff, oder ein drahtloser Router in dem Fall, der übernimmt ja die Koordination aller Clients. Clients sind all unsere Geräte innerhalb des Netzwerkes, wie zum Beispiel iPad und iPhone und andere Geräte, und sendet halt in einstellbaren Intervallen, also üblicherweise 10 Mal pro Sekunde muss man dazu sagen, kleine Datenpakete, die sogenannten Beacons, also Englisch für Leuchtfeuer heißt das ja insgesamt, an alle Stationen im Empfangsbereich. Und diese Beacons, die enthalten unter anderem auch folgende Informationen, wie zum Beispiel der Netzwerkname, der sogenannte SSID, ganz wichtig. Also was weiß ich, hier Jens Netzwerk, dass jeder dann sehen kann, aha, ist verschlüsselt, da kommt noch ein Kennwort rein, aber das ist die SSID. Dann die Liste der unterstützten Übertragungsraten und die Art der Verschlüsselung. Da gibt es ja mehrere, das ist Web 2 und was es dann noch alles gibt halt. Ne? DPA, DPA 2, DIP, ja. Genau, das ist eine Quelle aus Wikipedia, muss man dazu sagen, aber dass ihr schon mal wisst, wie das ungefähr halt aufgebaut ist. Das heißt also, wenn wir unterschiedliche Standards haben, haben wir auch unterschiedliche Übertragungsraten in dem Moment. Das heißt, es gibt unterschiedliche Frequenzen und Datenübertragungsraten. Und auch hier gibt es bei uns einen Link, da gibt es eine richtig große Tabelle. Vielleicht willst du da nochmal kurz eingehen, also relativ quick. Also man unterscheidet einmal zwischen der Sendeleistung, wie viele, also auf welcher Frequenz kann ich wie viel Datenpakete in der Sekunde übertragen. Hier hast du es sehr schön aufgeführt, die 802.11 A, B, G, H, oder sogar N oder auch relativ neu der AC-Standard bieten immer mehr, immer neuere, immer größere Übertragungsraten. Natürlich dann auch davon abhängig, wir kennen das von der Unterscheidung E-Netz und D-Netz. Ne? Das sind auch unterschiedliche Frequenzen, die dafür sorgen, dass wir auch unterschiedliche Gesprächsqualitäten haben. Mhm. Und so ähnlich kann man sich ja auch vorstellen, je höher die Frequenz ist, desto mehr Datenpakete kriege ich auch gleichzeitig übertragen. Deswegen neueste WLAN-Router funken inzwischen sogar schon auf 5 GHz. Es ist einfach eine unheimliche Sendeleistung, die darüber geht, aber ich kriege damit immer mehr, immer größere Datenmengen. Gut, du hast von 5 GHz gesprochen, das ist schon relativ viel. Ich frage mich aber jetzt so von der menschlichen und gesundheitlichen Seite, wie sieht es da mit der Strahlung aus? Also was gibt es alles an Strahlung, was bedeutet das für uns Menschen? Also Thema jetzt IT-Gesundheit, du bist da ja auch schon mal aufgetreten mit einer Präsentation, mit der Denkform insgesamt, du bist da ein bisschen Experte. Wie sieht es da aus? Wir machen das zum Thema, weil es uns eine Herzensangelegenheit ist, dass wir uns bewusst machen, was uns wirklich umgibt. Was viele nicht wissen, ist, dass das klassische WLAN-Netz 802.11n auf einer Frequenz von 2,4 GHz funkt. Das ist jetzt erstmal eine Zahl. Was aber noch weniger Leute wissen, ist, dass die gleiche Frequenz auch Mikrowellenstrahlung ist. Also auch meine Mikrowelle funkt mit 2,4 GHz. Das heißt, wir pumpen uns Mikrowellenstrahlung mit unserem WLAN-Netzwerk in den Körper, ins Gehirn. Ich will jetzt keine Horrorbotschaften hinaufbeschwören, aber nicht nur WLAN funkt auf dieser Frequenz, auch Bluetooth. Selbst das UMTS, nee Quatsch, das LTE-Netz von O2, die wollen demnächst umstellen, aber selbst das LTE-Netz von O2 funkt auf der gleichen Frequenz. Und das sind ja immer Sachen, die immer dazukommen. Stell dir mal vor, du gehst auf die IAA. Warst du auf der IAA? Ja, klar, auf der IAA. Was müssen Autohersteller da tun, damit bestimmte Beamer funktionieren? Die bauen sich eigene WLAN-Netze auf. Da hat jeder Beamer sein eigenes WLAN-Netz. Und dann kommen wir alle mit unseren Smartphones rein, die konstant nach verfügbaren Netzen suchen. Weißt du, was dort für eine Mikrowellenstrahlenbelastung herrscht? Und je höher die Frequenz ist, desto höher ist eine Strahlung auch in der Lage, ein Objekt zu durchdringen. Und auch wenn es durch Absorption im Körper eben reduziert wird, die Strahlungsenergie, irgendwas muss ja mit der Energie passieren. Was passiert? Sie wird wärmer. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Unser Körper ist das gewohnt, wir sind WLAN gewohnt, wir gleichen die Wärme, die entsteht, wieder aus, schwitzen, was auch immer. Aber das muss ja nicht immer sein. Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man diese ganze Strahlungsenergie entsprechend
in die Richtung bringen könnte, bündeln könnte oder reduzieren könnte, ist gesundheitlich doch eher was getan. Wir versuchen uns gesund zu ernähren, wir machen Sport, wir gehen joggen, wir ernähren uns cholesterinarm, fettarm und dann machen wir alles wieder kaputt, weil wir uns täglich immer mehr Strahlung aussetzen. Also doch schon mal sinnvoll, das ein oder andere Mal WLAN-Netzwerk gleich mal auch auszuschalten, wenn man es nicht benötigt. Wo es geht, kann man es machen. Also dieser neue Standard von Apple als Beispiel, dieser 802.11ac, der geht einen ganz besonderen Weg. Wir haben hier ein neues Antennendesign, wer die neuen Time Capsules schon mal gesehen hat, da sind innen drin verschiedenste Antennen, sodass Apple in der Lage ist, oder die Time Capsule und die AirPod Extreme in der Lage sind, den Strahl in die Richtung zu lenken, in der er gebraucht wird. Habe ich mein neues MacBook Air oder vielleicht hat das neue iPad ja auch 802.11ac, habe ich also den Bedarf an der Stelle, wird der Strahl auch in die Richtung gelenkt. Das heißt, alles andere drumherum wird nicht so sehr durch 5 MHz oder was auch immer belastet. Wir haben hier auch eine kleine Grafik, die das noch einmal deutlich macht, wie der Strahl sich entsprechend im Netzwerk oder im Raum ausbreitet. Ich schaue es hier einmal an. Genau, also hier wird nur das MacBook Air mit Strahlung versorgt und der umgebende Kreis eben nicht. Das wäre die eine Variante, wie man Strom sparen kann. Allerdings vermisse ich bei den Apple-Produkten die Möglichkeit, einen Ruhezustand oder einen Ruhemodus, einen Nachtmodus, vielleicht nachts komplett auf WLAN zu verzichten oder vielleicht sogar die Sendeleistung grundsätzlich zu reduzieren. Wozu muss ich eine Sendestation mit voller Leistung betreiben, wenn ich direkt daneben sitze? Das macht ja keinen Sinn. Hier gibt es bessere Geräte, andere Geräte, aber ein paar davon haben wir auf dem Tisch stehen. Ja, unter anderem die Fritzbox 7390. Die hat im Gegensatz, muss man leider sagen, oder Gott sei Dank sagen, dass wir solche Produkte haben, im Gegensatz zu anderen Geräten, die Möglichkeit der Nachtschaltung auf jeden Fall, die Reduzierung ja, der Sendeleistung insgesamt halt. Und wenn ich hier so drauf gehe, dann habe ich so tolle andere Sachen hier. Also ich habe hier Stateful Packet Inspection Firewall, sichere Portfreigabe für eigene Serverangebote, Kindersicherung, WLAN, Funknetz, bla bla bla, Dual WLAN N, ja, das heißt 2, 4, 5 GHz gleichzeitig, Abwärtskompatibilität, wo war das gewesen? Automatische WLAN-Kanalwahl, WLAN über Knopfdruck, Anschluss und Telefon, achso, das war ja WLAN-Gastzugang, gut, aber das hat die AirPod Express ja auch. Eco-Mode reduziert Stromverbrauch und Funkleistung für WLAN. Exakt. Ja, gut, einfaches Einrichten über Browser-Oberfläche. Das ist das, was unter anderem dieses Produkt auch kann. Das ist das aktuelle Flaggschiff bei AVM, wobei die jetzt nach und nach auch weitere Produkte oder im Produktportfolio nochmal erweitern. Auf der CeBIT ging es schon los, auf der IFA 2013 in Berlin habe ich nochmal nachgelegt. Und zufälligerweise gibt es dieses Produkt aktuell auch in unserem Gewinnspiel. Da müsst ihr einfach auf ipadblog.de gehen und dann bei Service und Support das Gewinnspiel aussuchen. Und da steht drin, wie ihr über die Aktion One iPad Blog diese Fritzbox bald gewinnen könnt. Es lohnt sich also, aber ja noch mehr zum Gewinn, aber dazu gleich nochmal. Eine andere Art der Reduzierung der Strahlungsbelastung könnte sein, Repeater einzusetzen. Aber wieso hat die Reduzierung was mit der Reichweitenerhöhung zu tun? Also ein Repeater, das normale Verständnis, heißt erstmal, wir erweitern das Netzwerk. Schön, dass wir auch im Garten WLAN haben, Sinn oder Unsinn sei jetzt mal dahingestellt. Dann packe ich mir halt in die Werkstatt oder in die Garage unterwegs von AVM einen Fritzbox Repeater 310 oder ein ähnliches Produkt. Ja, funktioniert, damit habe ich ein weiteres Netzwerk, aber ist mir dann gesundheitlich geholfen? Weiß ich nicht. Was ich alternativ mit diesen Repeatern auch machen kann, ist, ich reduziere die Sendeleistung meiner großen Box, an der vielleicht im Wohnzimmer, ne? Vielleicht habe ich sie im Wohnzimmer, weil dort sitze ich viel, dort surfe ich viel, da brauche ich WLAN. Aber ich will auch in meinem Arbeitszimmer auch ein WLAN haben, aber ich könnte die Sendeleistung der Fritzbox so weit hochreißen, dass es bis ins Arbeitszimmer reicht. Damit habe ich aber im gesamten Haus eine erhöhte Strahlbelastung. Also lieber reduzieren, dafür ins Arbeitszimmer einen kleinen Repeater noch dazu, dann habe ich die Hotspots genau da, wo ich sie brauche. Genau. Und eben nicht im Bett.
Super. Außer du surfst nicht. Dann sollten wir die auch verlosen an unsere Zuschauer. Genau da, wo ich eben die Fritzbox angekündigt habe, habt ihr auch die Möglichkeit, die Repeater mitzugewinnen. Also ich denke, das ist doch mal ein richtiges Highlight. Deswegen großes Dankeschön an AVM nach Berlin, dass wir das hier für unsere Zuschauer hier bei der Produktion von iPad-Blog und Denkform übergeben können. Und ja, ich freue mich auf eine rege Beteiligung auf jeden Fall. Mit der Repeater-Funktion der Fritzbox können Sie die WLAN-Signale mehrerer Fritzboxen miteinander verknüpfen, um so Ihr drahtloses Netz über weitere Distanzen zu spannen. Oder Sie verstärken die Signale in Bereichen, die durch bauliche Gegebenheiten nur schwer von der Basisstation erreichbar sind. Mit der aktuellsten Version von Fritz OS ist die Repeater-Funktion für die meisten Fritzbox-Modelle verfügbar. Sie verträgt sich darüber hinaus auch mit allen weiteren Produkten der Fritz-Familie, die zur Erweiterung ihres Netzwerks eingesetzt und auch gemischt werden können, wie beispielsweise die kompakten WLAN-Repeater im Steckdosenformat oder die Fritz-Powerline-Adapter. Das in früheren Versionen der Fritzbox-Firmware angebotene Wireless Distribution System, kurz WDS, wurde mit dem neuen Verfahren vollständig abgelöst. Die neue Reichweitenvergrößerung der Fritzbox bietet höhere Datendurchsätze, mehr Sicherheit durch konsequente WPA2-Verschlüsselung, mehr Einfachheit bei der Einrichtung sowie höhere Flexibilität und mehr Komfort. Über die Benutzeroberfläche, hier die einer Fritzbox, die gleich als Repeater eingesetzt werden soll, gelangen Sie über den Bereich WLAN zur Konfiguration der Repeater-Funktion. Hier schalten Sie die Betriebsart der Fritzbox um. Als nächstes wählen Sie die Basisstation, die sich natürlich noch in Reichweite Ihrer Repeater-Fritzbox befinden muss. Optimal ist etwa der halbe Weg zwischen Basis und dem nicht mit WLAN versorgten Ort. Auf der Basisstation selbst sind übrigens keine weiteren Einrichtungsschritte erforderlich. Tragen Sie hier nun den WPA2-Netzwerkschlüssel ein, mit dem Sie auch das WLAN-Signal der Basisstation gesichert haben. Noch ein Klick auf Übernehmen. Das war's. Beachten Sie, dass diese Fritzbox nun nicht mehr über die Adresse fritz.box im WLAN zu erreichen ist. Die ihr neu zugewiesene IP-Adresse können Sie in der Basisstation im Menüpunkt Heimnetz ablesen. Die Basis erreichen Sie wie gewohnt unter fritz.box. Wir haben Produktbeispiele gehabt halt, ja. Hier mit der Apple AirPod Express, die kann auch als Repeater darstellen. Hier haben wir aber natürlich den Vorteil, dass die sehr, sehr einfach in der Usability ist und vor allem auch in der Einrichtung. Und der Jens hat es ebenso schön erklärt, was man im Zusammenspiel mit den beiden Produkten erreichen kann. Nämlich die Reduzierung und dann die gezielte Reichweite dann der einzelnen Produkte. Dafür braucht ihr aber die beiden Produkte insgesamt. Es gibt noch weitere Systeme und Apple-Dienste, die mit dem WLAN-Netzwerk zu tun haben, am iPad und am iPhone. Die Rede ist von Dateitransfers. Das kann ich mit der Technologie AirDrop machen. AirDrop begeistert. AirDrop ist endlich mal eine Maßnahme, dass man sich nicht immer die Datei per E-Mail zuschicken muss und die dann auch endlich hat. Und die Rolle von AirDrop, die ist eine ganz einfache. Vielleicht können wir das nochmal demonstrieren. Schalten wir uns noch ganz kurz mit unseren iPhones auf den Computer, dass wir einmal sehen, was hier passiert. Mhm. Ich gehe auf. Ich schalte den an. Der kann nur zwei Geräte sprechen. Jawohl, da haben wir es bis zum WLAN. Jawohl, ja, ich komme rein. Hier bin ich. Links bin ich, rechts bist du. Magst du mir mal ein Foto schicken? Ja, das würde ich gerne machen. Dafür gehe ich erstmal auf. Ihr seht jetzt rechts AirDrop nur für Kontakte. Dann sage ich jetzt nur für Kontakte, okay. Man kann es ausmachen, man kann es für alle sichtbar machen. Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen nur für die Bekannten, dass wir auch nur von den bekannten Kontakten entsprechend AirDrop-Messages bekommen. Wie zum Beispiel dieses Bild. Mhm. Das ist okay, stimmt. Das würde ich jetzt gerne per AirDrop weitergeben. Das heißt, ich gehe jetzt hier drauf und sage AirDrop, dieses Bild nur. Ich drücke da drauf und ich sehe, jetzt müssen wir irgendwie... Ja, du bist, der ist noch im Play-Modus, vielleicht. Das Bild, ne? Ja, dann Vorführeffekt natürlich.
Aber was wir hier sehen, verlassen wir bei dir, du hast es gerade, ja. Du hast es gerade gesendet, geh mal wieder zurück aufs iPhone. Was wir hier sehen, dieses Bild wurde über die Einstellung gesendet. Ich sehe jetzt auf meinem Schirm die Möglichkeit, dieses Bild anzunehmen oder auch abzulehnen. Raphael hat das Ganze gerade abgebrochen, auch das geht. Also eine sehr einfache Methode, um zwischen zwei iPhones, die sich hier natürlich im gleichen WLAN, aber auch meinetwegen am Eiscafé, in der Disco oder sonst wo, hey, gib mir mal die Fotos, die du gerade von mir gemacht hast, schnell auf mein Gerät, eine perfekte Variante. Also das funktioniert und ich muss sagen, ich bin froh, dass es funktioniert und ich wünschte mir in Zukunft auch, dass es mit dem iPad 3 geht, geht aber nicht, denn es gibt ein paar Beschränkungen. Richtig, und die Beschränkungen sehen so aus, dass es nur für iPhone 5, 5S, 5C und iPad 4 zur Verfügung steht, genauso wie bei dem iPad Mini und dem iPad Touch der fünften Generation. Und auch hier muss der aktuelle WLAN-Standard eingebaut sein. Das haben wir euch ja jetzt gerade gezeigt. Aber da muss ich jetzt mal nachfragen, jetzt, warum brauche ich dann eigentlich ein 5 GHz WLAN-Netz? Das ist hoch, da gehen auch nur die normalen Daten durch, oder? Noch mehr. Aber was sind normale Daten heute? Ne? Früher haben wir ein WLAN-Netz gebraucht, damit wir drahtlos ins Internet können. Mhm. Das war so unsere Hauptanforderung von, wir wollen auf dem Sofa sitzen und surfen. Mhm. Aber heute passiert ja im heimischen Netzwerk viel, viel mehr. Ich komme mit meinem Notebook nach Hause, habe dort eine Time Capsule oder irgendeine andere Möglichkeit, mein Backup zu machen. Das heißt, es werden Gigabytes an Daten, die ich über den Tag gesammelt habe, übers WLAN auf eine Festplatte gespeichert, beispielsweise. Oder heute mit iOS 7 sind die Geräte in der Lage, Softwareaktualisierungen im App Store automatisch zu machen. Ja. Das heißt, wir kommen als gesamte Familie nach Hause, zwei iPhones, zwei iPod Touch und die sollen natürlich sofort auf dem aktuellen Stand sein, damit wir sofort und verlustfrei uns wieder auf Facebook einloggen können, damit wir die aktuellen News vom iPad-Blog nicht verpassen oder was auch immer. Also richtig. Es muss einfach heute schnell gehen, viele Datenmengen werden übertragen und dazu gibt es immer schnellere Netze. Aber es gibt noch weitere Daten, zum Beispiel Druckaufträge sind ja auch eine Art von Daten, die müssen auch über das WLAN-Netzwerk bewegt werden. Hier gibt es die Technologie AirPrint und AirPrint benötigt ja auch die gleiche WLAN-Verbindung halt insgesamt, wie der anzusteuernde Drucker halt. Aber da gibt es einige Sachen, die vermisst du, glaube ich, nicht, ne? Das ist ja genau der Punkt. Ich brauche ein vorhandenes WLAN-Netzwerk, in dem sich mein iPhone oder mein iPad und der AirPrint-fähige Drucker befinden, weil die nicht direkt miteinander sprechen können. Ich vermisse einen Drucker, der ein eigenes WLAN-Netzwerk aufbaut, vielleicht für den mobilen Einsatz. Ne? Wir haben immer mehr Business-Lösungen auf unseren iPads. Außendienst zum Beispiel, ne? Versicherungsmakler, Techniker, die einen Tätigkeitsbericht ausdrucken müssen, weil es einfach vom Kunden gewünscht wird. Und hier einen mobilen Drucker aus der Tasche zu ziehen, der ein eigenes WLAN-Netzwerk aufbaut, sodass ich aus meiner FileMaker-Lösung oder wie auch immer einfach einen Druckauftrag starte über AirPrint und dann nehme ich das Blatt und zeige es dem Kunden. Also, Hersteller, bitte, wenn ihr was habt, meldet euch. Wir machen gerne ein Special mit euch, für euch und präsentieren das erste AirPrint-fähige mobile Druckgerät. Und Druckerbüro für unterwegs. Sehr cool. Ja, dann kommen wir zum Thema Kompatibilität insgesamt halt jetzt. Ich meine, früher gab es ja die Aussage, die Herde ist so stark wie das schwächste Glied. Das heißt, ich kann alle Geräte auf AC-Standard haben, aber wehe, ich habe hier noch eine alte Timecapsule aus dem Jahre 2009 oder 8, ja, die nur noch den B-Standard oder ähnliches mehr verfolgt. Wie vertragen sich dann die beiden oder die ganzen Geräte im System? Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Wir haben ernsthaft früher als IT-Unternehmen haben wir Kunden zwei Router hingestellt. Einer, der 802.11n macht, damit er schnell sein drahtloses Backup machen kann. Und einen zweiten WLAN-Router, der 802.11g macht, damit er mit seinem alten iPhone, mit seinem iPad der ersten und zweiten Generation langsam surfen kann, ohne dass das schnelle Netzwerk ausgebremst wird. Heutige WLAN-Router vereinen beide Technologien, sodass ich gleichzeitig mit schnellen Geräten auf dem 802.11n oder auch AC-Standard jetzt funken kann, aber auch mit langsameren Geräten auf dem 802.11g-Standard funke. Also vielleicht der Grund, sich von der alten Apple AirPort Extreme Station zu trennen und auf eine neue Fritzbox zu wechseln. Möglichkeiten gibt es damit, wie Sender mehr. Sehr gut.
Firma seid und ihr habt, obwohl WLAN aktiviert ist, keinen WLAN-Zugang. Alles ist richtig eingerichtet. Das kann schon mal zu Problemen geben. Hier sind unsere drei Quick-Tipps. Tipp Nummer 1, WLAN deaktivieren und wieder aktivieren. Also manchmal hilft es schon Wunder, wenn man einfach beim iPad sagt, einmal ausschalten, einschalten, er verbindet sich mit dem Router neu. Oftmals ist das schon eine schnelle Lösung. Oder aber, Tipp Nummer 2, es gibt bei dem WLAN-Netzwerk die Möglichkeit, vielleicht kannst du das auch nochmal zeigen. Schalt mich einfach nochmal drauf. Ihr geht nämlich auf ein i, bei iOS 7 ist es ein i und unter iOS 7, also sprich iOS 6, iOS 5, wer das noch haben sollte, das war ein Pfeil gewesen, da könnt ihr in sogenannte Einstellungen des Netzwerkes geben. In iOS 7 ist es wie gesagt das i, das machen wir jetzt nochmal bei WLAN. Und wenn er mal auf das i drückt, dann komme ich zu den sogenannten Einstellungen, wo ich die IP-Adresse, die Teilnetzmaske und so weiter sehe. Und ganz unten seht ihr, Lease erneuern. Wenn ihr das macht, führt das auch nochmal zu einer Lösung, dass das WLAN-Netzwerk wieder funktionieren kann, weil hier einige Datenpakete nochmal gelöscht werden und der Lease so gesehen neu aufgebaut wird. Das ist so wie ein Beamerstrahl, der irgendwo rausgeschossen wird halt und der kurz gestoppt wird, neu nachgeladen wird und nochmal der Beamer abgeschossen wird halt. Das ist eine Metapher, die ich für mein Verständnis heute an euch weitertragen möchte, aber so könnt ihr es wenigstens verstehen, weil wir wollen ja auch nicht nur für die Cracks und Nerds und Experten da sein, wir wollen auch für euch, liebe zwei Neulinge, dafür zur Verfügung stehen. So, okay, das iPad haben wir schon, am WLAN einmal aktiviert, deaktiviert. Es gäbe natürlich auch immer noch die Notfalllösung, auch den Router einmal neu zu starten. Ja, wichtig. Super. Hey, komm, wir geben noch einen oben drauf. Mach mal den Bonus-Quick-Tipp. Ich mache mal noch einen vierten Tipp. Oftmals, wenn alle diese Tipps nicht geholfen haben, dann kann es daran liegen, dass nicht nur ihr bei euch in der Umgebung funkt, sondern auch eure Nachbarn. Und wer vielleicht schon mal beobachtet hat, wenn es um Kanäle geht, das WLAN-Netzwerk kann auf verschiedenen Kanälen funken und dieser Kanal wird meistens automatisch gewählt. Ich kann diesen Kanal in den Einstellungen des Routers oftmals ändern. Bei den Fritzboxen habe ich sogar die Möglichkeit, mir anzeigen zu lassen, welche Netzwerke, wie viele Netzwerke in der Nähe auf welchem Kanal funken. Also wieder ein Pluspunkt für AVM. Dann wähle ich einfach den Kanal aus, der am wenigsten benutzt wird und voilà, ich habe die größte Möglichkeit, die größte Kompatibilität wieder mit meinen Geräten, weil mir keine anderen Netze Funkstörungen dazwischen schicken. Stellt euch vor, man kann sich das ein bisschen vorstellen, man ist in einem großen Raum mit vielen Leuten. Viele Leute sprechen unterschiedliche Sprachen. Und wenn ich viele Sprachen höre, die meiner Sprache entsprechen, dann verstehe ich meinen Gesprächspartner nicht. Habe ich aber vielleicht noch einen Chinesen dastehen, dann wechseln wir auch auf Chinesisch und dann muss ich nur noch den Chinesen ausblenden. So viele Metaphern in einer einzigen Sendung. Also wer hier nicht nachkommt, der ja, weiß ich auch. Sehr schön erklärt. Danke jetzt erstmal dafür. Damit würde ich das Thema WLAN, das ist eines unserer ersten Themen dieser Sendung, jetzt auch mal abschließen. Wenn ihr Fragen haben solltet, bitte an info@ipadblog.de eine kurze Frage oder einen Kommentar stellen. Wir freuen uns hier auch über das etwaige Feedback. Das zweite Thema, was wir heute haben, das ist sehr traurig und das ist so tränenvoll, wie es nur eine Tragödie manchmal sein kann. Oft passiert es, gerade in dem Moment, wo man es nicht erwartet, oft hat es was mit Hoffnung zu tun, denn wenn ein iOS-Gerät mal auf den Boden fällt, mit dem Display nach unten, dann hofft man tatsächlich, es aufzunehmen und es passiert nichts. Und tausendmal kann was passieren. Und tausendmal nimmt man es auf und das Herz rutscht weit in die Hose. Es geht um Splitter, es geht um Geräte, die kaputt sind. Das iPad und iPhone sind empfindliche Geräte. Aber was tun, wenn das iPad oder das iPhone splittert? Unser Spezial heute beim iPad-Blog Get Together. Und da gibt es einige Möglichkeiten. Unser Psychologe Jens Schröder geht ganz davon aus, ganz sicher, erst einmal Ruhe bewahren. Also nicht aufregen. Nehmen Sie nicht den Schraubendreher in die Hand, versuchen Sie nicht, das Problem auf eigene Faust zu lösen, dafür gibt es Experten. Bitte nicht, ja, weil damit habt ihr echt Probleme, ihr könnt es nur noch verschlimmern. Und wir sind in einer Wegwerfgesellschaft und der erste Gedanke ist, ich brauche ein neues Gerät. Nein, ihr braucht kein neues Gerät, denn es gibt immer noch mehrere Möglichkeiten. Denn ihr habt jetzt eine Entscheidung und die Entscheidung bedeutet, klar, entweder ein neues Gerät oder reparieren lassen.
Wir hoffen, dass meistens bei den meisten Stürzen ist es jetzt nicht so schlimm wie in einer unserer Fotoserien, die wir natürlich mitgehabt haben, denn ihr habt einmal die Möglichkeit, direkt zum Apple Store zu gehen oder einfach ihr entscheidet euch für eine unabhängige Werkstatt, um dort euer Gerät reparieren zu lassen. Es ist vielleicht auch manchmal davon abhängig, jetzt gerade für iPhone 5C, 5S Kunden, also die neuen unter euch, die jetzt was machen wollen, es gibt von Apple ein neues Produkt. Und zwar Apple Care Plus. Mhm. Apple Care Plus versichert auch Sturzschäden. Das ist eine. Das ist aber Apple Care nicht gewesen. Apple Care nicht. Das war nur eine Garantieverlängerung. Da war es nur da was, wenn es kaputt geht, ohne dass ich da was verschuldet habe. Aber es ist mir runtergefallen, musste ich einen Tauschpreis zahlen, der es in sich hatte. Mit Apple Care Plus ist die Garantieerweiterung teurer geworden. Ich meine, ich musste auch nachschauen. Wir blenden es unten ein. Auf jeden Fall wird jetzt auch ein Sturzschaden repariert. Aber ich muss diese Garantieerweiterung beim Kauf des iPhones miterwerben. Wenn ihr das versäumt habt oder ihr habt ein älteres Gerät, Chance vertan, dann bleibt nur noch der Weg, in eine entsprechende Werkstatt zu gehen und vielleicht sogar noch das ein oder andere Schnäppchen zu machen bei der Reparatur. Sehr gut, hört sich gut an. Deswegen einmal kurz die Vorteile und die Nachteile von den beiden Entscheidungshilfen. Der Apple Store, wo ihr hingeht, das ist wahrscheinlich die Wahl, die ihr am meisten machen werdet, denn ihr geht hin, ihr habt sehr hohe Kosten auf jeden Fall, wie Jens es schon eben richtig sagte. Ihr bekommt aber einen Tausch, ihr bekommt ein Neugerät dafür. Das heißt, bevor ihr da hingeht in den Apple Store, solltet ihr ein Backup eures Gerätes machen, weil die Daten wechseln und ihr müsst das Backup später neu aufziehen. Die Entscheidung, in eine unabhängige Werkstatt zu gehen, hat den Vorteil, dass ihr einen deutlich günstigeren Preis zahlt, aber kein Neugerät bekommt, was ihr vielleicht auch gar nicht wollt. Ja? Denn ihr habt faire Preise, ihr habt eine reelle Einschätzung des Schadens und ihr habt eine gute Beratung. Denn wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wie in unserem Podcast, der auch verlinkt worden ist, als wir mit einer unserer Partner, repair4smartphones.de, gesprochen haben. Denn die sagen, hey, man kann das Gerät aufmachen, das Gerät ist schon auf, also wie bei einer OP. Und man kann dann sagen, okay, das Display wird gewechselt. Der Akku ist aber vielleicht auch schlecht, dann wechseln wir den Akku zu günstigen Konditionen halt aus. Wenn der Bedarf da ist vom Kunden, dann wird das halt gemacht. Das werdet ihr so im Store nicht erleben können. Was aber auch nicht schlimm ist, weil ihr wollt eigentlich nur hingehen, weil ihr einen Display-Schaden habt. Ja? Es ist gesplittert, es ist kaputt. So, aber das sind so die Unterschiede, die man da auch mit reinsetzen möchte. Also, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten. Ihr müsst nicht traurig sein, wenn so etwas eintreffen sollte. Und auch hier möchten wir unseren Zuschauern ein weiteres Gewinnspiel anbieten. Denn der Geschäftsführer von repair4smartphones.de, der gute André Schubert, der erklärt unseren Zuschauern, was sie jetzt über die Aktion One iPad Block gewinnen können. Ja, das Thema auf dem iPad Block Get Together war ja unter anderem Scratches bei unseren iOS-Geräten. Das Gerät fällt runter, was tun? Und die Lösung haben wir heute in dem Beitrag gesehen, repair4smartphones.de. An meiner Seite der Geschäftsführer André Schubert und er hat noch ein kleines Highlight für euch. Ja, so, also wir haben für euch noch einen Gutschein für eine kostenlose Reparatur von eurem defekten iPad. Also ihr seht, Lösungen gibt es wirklich für alles. Nicht verzweifeln, sondern einfach die Internetadresse aufrufen, die unten nochmal eingeblendet wird. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Raffi Schimanski. Danke, tschüss. 1@facebook. Hier ist unsere Adresse facebook.com/iPadblog.de. Und wenn ihr auf Gefällt mir gedrückt habt, geht einfach weiter runter. Und hier sind die diversen Sektionen. In der Sektion Fotos klickt ihr einmal drauf und bewegt euch zu Alben. In Alben gibt es einen wunderschönen Ordner, nämlich der sogenannte One iPad Block Ordner, den ihr hier seht. Und hier nochmal, wenn ihr hier drüber geht, auch einige Fotos mit dabei sind. Klickt einfach mal drauf und dort seht ihr auch schon, wer alles gepostet hat, wer von unseren Lesern dabei gewesen ist, aus der ganzen Welt und iPadblog.de gelesen hat. Das gleiche gilt jetzt nun für euch. Ihr macht ein Foto und fügt es einfach hier hinzu. Fotos hinzufügen. Das mache ich jetzt gerade auch noch einmal. Und dann sucht ihr von eurem Computer ein Foto aus, wo man euch sehen kann. Hast du dich schon mal mit 30 € abgekühlt?
Diese Zettel sind bares Geld wert. 10 Euro pro Zettel. Gutschein für Reparaturen. Auf iPads, auf iPhones, auf Smartphones, Tablets, alles. Cool. Für unsere Zuschauer. Noch ein Highlight von repairforsmartphones.de. Für alle Besucher, die bei der Denkform GmbH in Hofheim-Wallau einkaufen, wie zum Beispiel Zubehör, Rechner, Beratung oder was auch immer, da sind iPads, genau richtig, die haben eine begrenzte Auswahl an Gutscheinen im Wert von 10 Euro. Einfach so. Kommt zur Denkform, kommt dort vorbei, sagt Jens Hallo und den anderen Mitarbeitern hier, die freuen sich über euren Besuch halt und staubt einen dieser Gutscheine ab. Ja, soweit zum Thema, was tun, wenn das iPad oder das iPhone splittert. Jetzt soll jeder von uns nochmal so seine persönliche App. Hast du noch eine für dich? Was ist denn so dein Highlight? Ja, ich kommuniziere ja gerne. Wenn ich nicht kann, gehe ich halt nicht dran. Aber Chat und indirekte Kommunikation ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Sowohl privat als auch mal im Business-Laufwerk. Und wir wollen ja momentan eine weitere Podcast-Kooperation anstreben mit einem weiteren besonderen Portal. Mehr dazu noch in den nächsten Tagen. Und wir haben uns auf eine Kommunikationsplattform geeinigt. Wir hatten bisher immer Skype verwendet, was auch nach wie vor eine gute Entscheidung ist, weil wir halt chatten können, weil wir viele andere Möglichkeiten haben und vor allem, weil wir telefonieren können und es gleichzeitig mit einer Third-Party-App aufnehmen können. Das ist alles schön und gut, aber teilweise auch ein bisschen kompliziert. Und unser Kooperationspartner hatte dann den Vorschlag gemacht, TeamSpeak zu nehmen. Dieses besondere Ding ist schon bekannt aus der Gamer-Szene. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich noch aus meinen World of Warcraft-Zeiten. Genau. Exakt. Oh, ja. Gott, jetzt habe ich mich geoutet. Ja, das ist schlimm. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja. Und TeamSpeak 3 gibt es auch als iOS-App, die dann mit diesem einzelnen Room sich verbinden kann. Und was da ganz besonders ist, halt, dass derjenige, der den Admin-Client bedient, gleichzeitig einen Livestream für die Podcast-Sendung machen kann. Das heißt, wir bieten einen Mehrwert in Zukunft mit unserem Podcast, denn wenn wir einen Podcast aufnehmen werden, könnt ihr euch live dazu einwählen und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar in den Raum mit reingehen, zuhören und vielleicht selber auch mitsprechen als Gastmoderator. Alles das natürlich auch wieder in den nächsten Tagen hier auf iPadblog.de. Ja, mein persönliches Highlight für mich in den letzten Wochen, Monaten entdeckt, ist die App Evernote. Oh ja. Evernote gibt es nicht nur als App fürs iPad, fürs iPhone, sondern auch als Desktop-App für den Mac. In der Kombination ist Evernote ein Dienst, wo ich Dokumente speichern kann. Grundsätzlich erst einmal umsonst, denn Evernote richtet sich danach, wie viel Megabyte ihr im Monat hochladet. Ab einem gewissen Volumen macht es durchaus Sinn, auch einen Bezahldienst in Anspruch zu nehmen, monatlich. Habe ich. Entsprechend Premium. Premium, perfekt. Und Evernote bietet die Möglichkeit, Dokumente aller Art zu erfassen. Selbst Fotos, die ich mit dem iPhone mache, werden bei Evernote durch eine Texterkennung gejagt. Das heißt, wenn bei mir ein Brief ins Postfach flattert, da mache ich erstmal ein Foto von, lege den in die Ablage, muss mich nicht mehr kümmern, wo ich den abgelegt habe, weil ich habe ihn digital auf dem iPhone und sollte ich dann eben nach der neuesten Rechnung der Telekom zu Hause suchen, gebe ich einfach in das Suchfeld bei Evernote Telekom ein und kriege alle Dokumente angezeigt und eben auch das Dokument mit dem heutigen Datum, weil es über die Texterkennung das Wort Telekom mit in den Text findet. Also sehr genial gelöst. Ja, das geht mir genauso. Und was ich auch schön finde bei Evernote ist, dass ich hier, wenn ich zum Beispiel irgendetwas noch umsetzen möchte, ich verbinde mich nochmal sehr gerne, zack und zack, und da bin ich auch schon. Dankeschön. Einfach mal anklicken. Evernote ist zum einen ist an das iOS 7 Design angepasst worden. Und vor allem, ich kann einen Notizblock aufbauen, mit dem ich online mit anderen Leuten alles teilen kann. Ja? Und so kriegen die zum Beispiel mit, wenn wir jetzt hier eine Herstellerseite zum Beispiel bei iPadblog.de aufmachen sollen oder wenn wir irgendein Video zusammen bearbeiten wollen. Ihr seht zum Beispiel hier iPadblog All, Notiz an 6 Personen, wird weitergegeben. Ich kann hier auch weitergehen halten, dann sieht man auch, wo das Ganze erstellt worden ist. Ich kann Schlagworte hinzufügen. Ich sehe, an welche 6 Personen es weitergegeben worden ist, wann es geändert worden ist, wann es erstellt worden ist. Und ich finde,
diese Möglichkeit der, ja, der Notizendarstellung ist richtig genial gewesen. Oder ich bin hier privat, Gestaltung der Wohnzimmerwand, persönliches Notizbuch zum Beispiel. Ich war auf einem Konzert gewesen, habe mich vom Bühnenbild inspirieren lassen und ich will jetzt Ähnliches auf die Wand bekommen halt. Ja, dafür brauche ich ein Wandtattoo, da habe ich jetzt ein Bild, wo ich das gesehen habe, wo ich es einkaufen kann, welche Farbe ich vielleicht verwenden kann und wie ich die Scheinwerfer und die Spiegel verwenden kann. Hier habe ich bei einem größeren Möbelhersteller jetzt die Spiegel schon gesehen, ich kann die Links mit einsenden. Wie kann ich den Kühlergrill darstellen und so kann ich hier meine eigenen Notizen anhand von Inspiration und Ideen, Gedankenfolgen auch reinsetzen und deswegen gebe ich dir eigentlich ganz recht hier. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Und immer mehr Apps haben eine Evernote-Integration, also ich kann aus Evernote an Sketch, meine ich heißt es, so ein Zeichenprogramm, auch Dokumente übergeben, sodass ich vielleicht auf einem Raumplan nochmal mit dem Finger auf dem iPad ein paar Maße eintrage oder mir Notizen handschriftlich dazu mache. Also perfekt. Ist ein Dienst, der sich immer weiter ausbaut, immer mehr etabliert und den wir beide sehr zu schätzen wissen. Exakt. Und damit gehen wir wieder zurück und sind mit den Apps auch fertig. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss dieser Sendung. Es ist so, leider, die Sendung ist auf den Boden gefallen. Wir heben sie auf, diese Sendung, aber sie hat keinen Kratzer. Denn der Termin für den 17. iPad-Blog Get-Together, der wird mal wieder auf unserer Website und bei der Denkform GmbH kommuniziert. Deswegen an dieser Stelle mal Danke an unseren Showsponsoren der Denkform GmbH hier in Hofheim-Wallau. Danke auch an Jens damit. Gerne, immer wieder. Außerdem auch an die Gewinne von AVM in Berlin, die Fritzbox 7390 und Fritz WLAN Repeater 310 sowie an unseren Showsponsor repairforsmartphones.de, die den Gutschein zur Verfügung gestellt haben, alles das und viel mehr auf unserer Gewinnspielseite. Ja, und ansonsten, wer Interesse hat, sich da ein bisschen mehr businessmäßig zu orientieren oder seminarmäßig sich zu orientieren, wir haben ja auch die Xing-Gruppe, das iPad-Blog-Fachforum. Dort werden auch unsere Termine kommuniziert und dort kann man sich auf fachlicher Ebene einfach austauschen. Also, wer ein Gerät verkaufen möchte oder wer noch im Human Resource Department neue Mitarbeiter, Entwickler braucht oder Fragen hat zu iOS, zum mobilen Betriebssystem oder was auch immer, der findet hier die richtige Plattform. Das war's jetzt. Und wieder sind wir am Ende einer Sendung angelangt. Vielen Dank auch nochmal auch von meiner Seite an das wunderbare Equipment, das wir heute vorführen durften. Also vielleicht auch für das Publikum nochmal die Chance, alle Geräte in Augenschein zu nehmen. Schaut es euch genau an, guckt es euch genau an, testet es aus. Und wie gesagt, auch an euch zu Hause, macht an der Verlosung mit. Nur so könnt ihr euer WLAN weiter, genau. Strom reduzieren, bla bla bla. Wir gehen jetzt schlafen, wird spät, ist Zeit. Ja? Also bis dann, danke für fürs Download dieser Sendung, bis zum nächsten Mal. Euer Jens Schröder und Raphael Schimanski. Ciao. Ciao.